Im Kanzleramt gab es gestern nicht weniger als einen politischen Eklat. Im Beisein des Kanzlers relativierte Palästinenserpräsident Abbas den Holocaust. Wir hören uns die Passage nochmal an. Seit 1947 bis zum heutigen Tag hat Israel 50 Massaker in 50 palästinensischen Dörfern und Städten verübt. Deir Yassin, Tantura, Kfar Qasim und viele weitere. 50 Massaker, 50 Holocausts bis zum heutigen Tag. 50 Mazbaha, 50 Holocaust. Der deutsche Regierungssprecher Hebelstreit hat sich jetzt mittlerweile entschuldigt für den Fauxpas im Kanzleramt. Er nimmt den Fehler auf seine Kappe. Der Bundeskanzler ist empört und entsetzt über die Worte von Herrn Abbas. Eine Relativierung des Holocaust mit seinen mehr als 6 Millionen Toten ist völlig unakzeptabel. Dies auch noch auf deutschem Boden zu tun, unentschuldbar. Der Bundeskanzler verurteilt die Äußerung von Herrn Abbas auf das Schärfste. Das Kanzleramt hat heute Vormittag den Leiter der palästinensischen Vertretung in Berlin einbestellt. Dabei hat der außen- und sicherheitspolitische Berater des Bundeskanzlers diese Botschaft auch unmissverständlich übermittelt. Der Bundeskanzler erwartet, dass der Palästinenserpräsident die Singularität des Holocaust ohne jede Einschränkung anerkannt. Seine Entgleisung gestern wirft einen dunklen Schatten auf die Beziehung Deutschlands zu der palästinensischen Autonomiebehörde. Für morgen hat der Bundeskanzler ein Telefonat mit dem israelischen Ministerpräsidenten Lapid vereinbart, um auch mit ihm über diesen Vorfall direkt sprechen zu können. Der Bundeskanzler bedauert es, dass er auf der besagten Pressekonferenz gestern Nachmittag nicht ein zweites Mal intervenieren und direkt auf die Anwürfe Abbas reagieren konnte. Er hat dies dann sehr schnell im Nachgang an die Pressekonferenz getan. Klar ist für uns, für die Bundesregierung und den Bundeskanzler, die Verfolgung und systematische Ermordung von 6 Millionen europäischen Juden ist ein einzigartiges Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Marco Reinke für uns am Kanzleramt. Wir haben den Regierungssprecher Steffen Hebelstreit soeben gehört. Ist damit die Kritik von Schulz etwas weggenommen worden? Ja, sicherlich nur zu einem kleinen Teil, denn wir sehen ja, was für eine Lawine an Kritik eigentlich da über den Bundeskanzler gekommen ist innerhalb ja weniger Stunden, wenn man bedenkt, dass nicht einmal 24 Stunden seit der Pressekonferenz gestern vergangen sind. Und wir sehen auch, wie weitreichend die Kritik an ihm ist. Also nicht nur hier aus dem Bundestag von verschiedenen Seiten kommt ja Kritik, nicht nur an Scholz, sondern auch an seinem Regierungssprecher Hebelstreit beispielsweise, sondern es kommt ja auch zunehmend Kritik beispielsweise von jüdischen Organisationen, die das Ganze noch einmal aufs Schärfste verurteilen. Und wir sehen vor allem auch, auf welcher Ebene diplomatisch da miteinander geredet wird. Wir sehen, wir haben ja gerade schon gehört, dass beispielsweise der Vertreter der palästinensischen Autonomiebehörde einbestellt wurde, mit ihm darüber gesprochen wurde. Und auch die ehemalige Bundeskanzlerin Angela Merkel hat sich ja dazu geäußert, hat die Aussagen von Mahmoud Abbas noch einmal aufs Schärfste verurteilt. Also das ist schon eine Tragweite, glaube ich, wie man sie selten bei solchen Ereignissen hat. Das liegt natürlich auch historisch bedingt, aber man muss hier auch dazu sagen, dass Scholz, beziehungsweise dass wir ja sozusagen die Rechtfertigung von der Bundesregierung gehört haben, dass Scholz eigentlich ja etwas sagen wollte, Hebelstreit ihn aber nicht gelassen habe, so heißt es zumindest in der Begründung. Also das heißt, ja, man versucht da so ein bisschen sich vor den Bundeskanzler zu stellen. Inwieweit das gelingt, denke ich, das wird jetzt in den nächsten Stunden beziehungsweise vielleicht auch in den nächsten Tagen zu sehen sein. Das sei vielleicht auch noch gesagt, Mahmoud Abbas selber ist ja noch etwas zurückgerudert und hat dann ja noch einmal betont, dass er nicht die Singularität des Holocaust in Frage stellen wollte. Inwiefern das dann auch gestern noch bei dem Gespräch mit dem Vertreter der palästinensischen Autonomiebehörde zur Sprache gekommen ist, das wissen wir allerdings nicht. Marco Reinke, vielen Dank fürs Kanzleramt. Unser Fernsehsender Welt versorgt Sie rund um die Uhr mit den aktuellen Nachrichten und Hintergrundberichten. Hier beleuchten wir die wichtigsten Themen des Tages und ordnen das Geschehen für Sie ein. Wie Sie uns im TV finden können? Ganz einfach. Indem Sie den Sendersuchlauf an Ihrem Fernseher starten, eine Anleitung finden Sie
hier oben verlinkt. Zusammen mit einer Erklärung, wie Sie uns dann über Kabel, Satellit, Streaming, IPTV empfangen können. Hallo und ganz herzlich willkommen hier bei Welt. Hat euch der Bericht gefallen? Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.